DFB-Pokalfinale, jetzt haben wir es geschafft. Leider nicht so, wie wir es gerne hätten in der Twitch-Live-Übertragung, aber doch zumindest mal immerhin zu viert. Wir spielen heute Borussia Dortmund DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München und heute in einer richtig geilen Ausgabe. Borussia Dortmund gespielt vom Robert und von mir gegen die Münchner, gespielt von den zwei Münchner Fans, Daniel und Florian. Irgendwelche Ergänzungen? Nein, sehr gut. Ja. Robert, ja. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus? Ja, Dortmund gewinnt. Na, Daniel? Sie zählt nicht. 50% Sieg bei uns. 50% Sieg bei euch. Also Elfmeterschießen. Ja. Und dann macht das. Okay, Florian? Naja. Ja. Ich schließe mich mal Daniel an. Er ist die 50%. Also für die Aufstellung bin ich übrigens nicht mit zuständig gewesen. Erzähl mal ganz kurz, wie du dazu kamst, Jurić reinzunehmen. Warum nicht? Spielt Reus? Ja, ja. Reus spielt. Zentral. Ich habe nichts gemacht. Okay. Vegetarier auf dem linken Flügel. Das ist okay. Ne, auf dem rechten. Auf dem linken. Auf dem rechten. Auf dem linken. War doch jetzt auf dem rechten. Nein, links. Nee, Jurić war rechts. Jurić war rechts und Reus in der Mitte. Sehr gut. Guter Mann. Ja, und guter Mann. Daniel hat nichts geändert. Daniel doch, hat nichts geändert. Doch, was denn? Auch Pizarro rein. Also, statt Matuki ja, okay, gut. Raus. Und hat wieder 20 Minuten dafür gebraucht. Ja, klar. Warum? Wir wissen es nicht genau. Pizarro ist ein besserer Spieler. So. Letztes Spiel Lewandowski. Letztes ja. Spiel für Lewandowski. Und die letzte Chance, nochmal einen Hattrick gegen die Bayern zu machen. Ja, okay, die Chance haben wir nächste Saison. Mehrmals. Hier unser Freund. Sehr gut. Eigentlich haben sie keine Chance. Wenn ich jetzt nicht dazu stimme, ist das so. Die Spieler sind unterwegs und wir freuen uns. Robert, welche Farbe hast du? Piszczek. Großkreuz. Ballern. Kein Problem für den Gegenspieler. So ein Geschenk nimmt er gerne. Dieser Controller ist ja wirklich eine Herausforderung. Du hast einen angeschlagenen Controller? Ja. Oh, das ist natürlich dann ganz schlecht. Und selbst der reicht für euch, Bayern. Das wird schon noch sehen. Er hat aber sehr, sehr viel. Sehr viel. Action hier. Oh, das war zu offensiv. Was? Verdammt. Javi Martinez. Der geht ins Aus, ins Tor aus. Keine abgelaufen. Gefahr, abgelaufen. Wollen wir tauschen? Also nur angeholt hier. Da freuen sich die Bayern-Fans. Lange schon, dass ich dazu genötigt werde, hier mit dem FC Bayern zu spielen, ja? Das ist geil, ihr habt noch nicht mal ein Gegentor gekriegt und zerfleischt euch jetzt. Ja, so muss das laufen, ne? Oh, nee. Oh, Reus, abseits! Aber ganz knapp. Aber ganz knapp. Meilen! Oh, ja, ja ach, ganz ach, knapp. Knapp. Kilometer! Für euch viel zu schnell. Er ging den Ball. Ja, das ist, war sehr produktiv. Komm, lauf vor, lauf vor! Ich komme mit diesem Controller nicht zurecht. Der ist zu ganz. Der ist zu. Mit dem habe ich nie gespielt. Der ist auch nicht gespielt. Alaba. Ribéry. Nein, das sind keine Egoisten, sie helfen ihm. Oh. Machen rein! Was ist denn damit hier drüben? Ich bin doch mal an Deckung. Schieß da einfach mal drauf. Kann ich nicht. Traue ich mich nicht. Wunder, dass 68 nicht aufsteht. Oh, jetzt hör mal auf. Schieß! Mach ich doch! Nein! Aber es war ein Torschuss! Mensch! Von dem kassieren wir heute kein Tor. Von Robben kassieren wir heute keinen. Wer ist Robben? Ja, das warst du bei. Also, kenn ich nicht. Mhm. Oh, wir haben erst 10 Minuten gespielt. Stimmt, Spieler über 1 Million Einkaufswert, das ist gut.
Also, du hast gut überlegt, hier Quatsch hinten raus. Mit Dreieck. Dreieck. Marco Reus. Können Sie die Flanke verwerten? Die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist das. Wird schön. Ihr habt es nicht gesehen, aber da wurde sich gerade gegenseitig auf die Schulter geklopft wegen dieser, naja, halben Schmutz. Aber sie haben eine Ecke. Oh. Gegenmannschaft, Gegenspieler. Jawoll! Da ist es! Ja, jetzt guckt doch deine Bier, als wenn sein Brot von einem anderen aufgegessen wurde. Was ist denn das? Wen hattest du unter Manndeckung? Mich? Ah, okay. Wer hat's Tor geschossen? Ich. Hummels! Reicht doch alles, oder? Wo warst du? Ich hatte vorne die Zweier. Ja, wir sind beide hoch. Drei, Mann! Drei. Zwei steigen hoch. Sehr gut. Toll. Ah ja. Bin die viel zu Bayern. Bin hellauf begeistert. Wie war das mit dem dritten? Wann bekomme das ich war eine absolute Wunschvorstellung von denen. Wann bekomme ich mein Geld? Das hätte ich heute früh schon gesagt. Oder? Oh! Ey! Zweikampf um den Ballbesitz. Der Ball ist frei. Schweinsteiger am Ball. Hier rüber! Fuck. Du wolltest noch rüber, ja, ich hätte noch direkt machen. Hab doch dich gerade nicht gemeint! Ich hab den Schwarz-Gelben gemeint, der dazwischen stand. Jetzt nur mal auf zu nölen hier. Ach. So, da wird euch nochmal vorgemacht, wie die Ecke geht, ne? Ja, wir verstehen uns blind, gell? Hm. Wie Katze und Hund. Ja, das stimmt. Weißt du, da springen wir noch nicht mal hoch, damit die eine Chance haben. Da springen wir nicht mal hoch. Ich hab kurz aus dem Kaffee gesprungen. Das ist der schwarz-weiße Ball. Und decken nur mit einem Mann. Guck, das ist der schwarz-weiße Ball. Ich hab gesagt, der bringt Unglück. Aber nee. Und der ist alleine durch. Ach. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Wunderschön, wunderschön! Das ist es! Das Problem ist, dass keine Arme haben. Ja. Oh. Ah ja. Wer sind die 14 bei den Bayern? Pizarro. Ah, hier, Deno. Der, wo extra noch eingewechselt worden ist. Damit er eine Torchance hat. Komm, ja, der soll jetzt wohin dabei? Ja, zum Gegenspieler. Ja. Ich sage, ich krieg dafür Geld. Ja. Du kriegst, du machst das auch ohne. Hummels. Warum? Weil wir es können, ne? Ja, genau. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Einsteiger am Ball. Ribery. Pizarro. Drei Mann und mich. Ach, neuer spielt gar nicht auf Zeit, das kenne ich ja gar nicht von ihm. Er hat da keinen. Ja. Wir müssen ja gewinnen, ne? Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Ach, schade. Sehr gut. Oh nein, nein. Komm. Zu zweit drauf, weißt du. Abseits. Aber von wem? Von beiden. Naja. Abseits. Die Ferse. Naja, der eine war mit dem Kopf und nur mit dem Kopf kannst du genauso. Also. Die Ferse.
Ja, ist jetzt egal, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Abseits ist halt so, fertig, aus, so. Schöne Flanke. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Großkreuz. Na. Ach. Fußball musst du in jeder Situation hellwach sein. Das war ja hier nicht. Scheiß Ball weggeschlagen, ja. Das müsste Geld geben, ja. Ja. Wirft mal einer mal nicht gerade, wo wir schwarz-weiß sind. Ne, dann geht's nur so, ne? Machen die Bayern Standfußball? Ja. Ja. Hin. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld. Boah, der hat ihn getroffen. Kriegt er das als Torschuss gewertet? Arm, ganz arm, ganz, ganz arm. Das kann man jetzt in der Wiederholung. Das war das Beste, was er bisher gebracht hat, ey. Nee, das ist echt nee, traurig. Und noch Robben. Robben, der vorbeigeschossen hat. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja. Was mit Robben oder? Dichten Sie. Echt? Top. Dante. Schweinsteiger. Das ist es! Hätte Ball sofort verarbeitet. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Na, verdammt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt eine gute Flanke. Erster Körper und dann der Ball. Na, da gucken sie sich an, grinsen sich an. Oh, wir haben eine Ecke. Das Schärfste, was wir bisher rausgeholt haben. Eine Ecke. Hey. Na und? Wir haben eine Ecke. Ja. Hoffentlich schieße ich die Ecke, aber bin ich nicht schuld, wenn er wieder daneben geht, weißt du? Ja, du könntest dir auch dem Spieler dann einfach nach dem Ecke treten raussuchen. Bis jetzt übrigens den zweiten Pfosten. Du oder was? Sicher weggefaustet. Achtung, jetzt! Puh, also von der Kameraperspektive war es nah, aber. Ja, aber sehr kalt. Ja, schön. Warte, wartet. Aus der Vogelperspektive war so einiges nah dran. Oh ja, sehr knapp vorbei, guck. Also kommt das weiter echt. Ja, lieber knapp vor. Wie sie sich gegenseitig beweihräuchern. Oh, es war so knapp. Oh, schön, dass du das gemacht hast. Darf ich an deinen Nippeln spielen, Daniel? Oh ja. Es war so knapp. Du kannst so gut Fußball spielen. Du machst mich so stolz. Auch so, jetzt muss ich nur lachen. Scheiße. Wie war das mit Thomas ran? Hä? Thomas kommt raus, was machst du immer? Klopfen. Und was war das? Ja, ich wollte gerade mal nicht. Ich fühle, stell mal vor, wir hätten jetzt. Wir genug. Führen 1-0. Meinst du, ich will dir jetzt schon den Spaß am Spiel nehmen? Wieso? 10 Minuten, wir haben doch 15 Minuten. Weißt du, da können wir uns nicht anhören, wie du 15 Minuten beinahe dich da sitzt im Pad. Warum? Meine Bayern. Oh ja, das klang eindeutig wie Daniel. Ich habe Daniel fast wiedererkannt. Ich habe die Augen geschlossen und Daniel gesehen. Jetzt hört doch mal auf euch über ihn lustig zu machen. Er kann doch auch nichts dafür. Das ist halt dieses Bayern-Syndrom, oder? Oh! Und dann fast noch ein Eigentor. Das wäre der Gründer. Alter! Ich wollte einfach ein bisschen Action hier reinbringen. Ist ja gut. Bist du im Abseits? Ja. Naja, kannst du direkt aufhören zu rennen mit Pizarro. Der alte Mann, der braucht die Kondition, wenn er über die volle Distanz gehen will. Das war auch knapp. Ja! Überragend, im perfekten Timing den Pass gekriegt. Gott sei Dank ist gleich Halbzeit. Ich mach 3 Kreuze. Dann brauche ich erstmal einen Wodka und dann sehen wir weiter. So, hier. Pizarro. Langsam, guck mal hin. Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuholen. Oh, ich hau jetzt da nur noch drauf. Scheißegal, irgendwann geht der da schon rein.
Dante. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Nein, das kann er viel besser. Viel besser als in dieser Situation. Er attackiert ihn, er will den Ball. Hummels. Oh Scheiße. Da habe ich. Ich habe auch schon einmal einen nach vorne. Hallo. Schmeiß den halt um. Ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass er den Ball. Also schenkt man den Ball hin und was machen sie draus? Ja, ja. Almosen wollen sie dann auch nicht. Wollen sie schon. Ja, wenn dann schon richtig, oder? Oh, das abseits. War sehr weit im Abseits. Das war abseits, ja. Das geringfügig. Geringfügig. Ein bisschen. Etwas. Ein wenig. War auch nur einer. Ja. Der andere, der hat gerade versucht zurückzueilen, war es nicht. Na, ja. Sehr gut. Hätte ich auch so gemacht. Robben ist schnell, gell? Hätte ich auch so gemacht. Wenn ich hinten liegen brauche ein Tor. Würde ich auch den Ball ins Ausspielen als Sicherheit. Gut, dass die Zeit nicht mehr. Bei FIFA sagt Zeitspiel gibt es nicht. Weil FIFA keine Fehler macht. Das Spiel macht keine Fehler. Und Achtung, genau hingeschaut. Komm. Na! Oh, verdammt! Ich bin nicht mehr vor den Mann gekommen. Ah! Hey, oh, den hat Roman gut gerettet. Den hat Roman sehr, sehr gut gerettet. Und das macht Schuss vermeidet. Das macht nicht. Ja, ja, das macht nicht jeder Torhüter auf die Art und Weise. Das ist richtig. Was wäre gewesen, wenn das jetzt ein Eigentor gewesen wäre? Komm, und? Aber es ist gar nichts. Noch nicht. Ah. Sauber geklärt. Oh ja, na klar. Och, Gott, ach du Mann. Scheiße. Juhu, Sokrates. Na komm, ihr habt doch noch ein paar gute Innenverteidiger. Das ist Comeback von Subotic, oder was? Der ist nicht mit dabei. Friedrich macht das auch. Friedrich macht das auch. Aber Daniel, das wäre auch eine Idee. Wir faulen die jetzt alle oder kaputt. Dorn. Ja, dann. Nee, Dorn brauchen wir für außen. Dom brauchen wir für außen. Dann haben wir doch Friedrich. Ey, passt schon. Friedrich passt schon. Ist auch nicht der ausschlaggebende Mann. Nee. Die Abwehrspieler haben sowieso am wenigsten zu tun und was schon. Ja, ich würde sagen, ausgebildete Schulter. Ja. Ja, guck dir mal an, was der hässliche Franzose macht. Ja, super, der kleine Ribéry gegen den Schrank von Sokrates. Hatten die Beine weggezogen. Der hat einen Bein gespielt, wie man nebenbei mal gesagt. Ja, wenn der keinen Pressschlag verträgt. Ich hoffe, du kannst Freistöße schießen ins Tor. Ich nicht. Mach du. Das wäre natürlich jetzt eine Idee, wenn der. Mauer verlängern. Hier, der Dante steht frei. Au. Oh, er ging aber zurück, ja? Sehr gut. Verdammte Scheiße. Sehr gut. Schöner Brille. Ich sag, wie es ist. Es ist nur fair. Kam der Friedrich rein und hat gesagt, Jungs, 1-1. Ja. Ja, toll. Tja, wen habt ihr noch? Wir haben Contento. Nee, nimm den Salahi. Der ist mal. Sehr gut. Ja. Der ist sehr gut. Der hat 53, der hat Junge. Darauf Zahl. Kannst du aufbauen. Gute Zahl. Oder nimm den kopfballstarken Götze hinten rein. Dafür habt ihr doch gekauft. Aber selbst für diesen Notfall hat Daniel eine Strategie. Ja. Jetzt wird das Team einmal komplett umgebaut, um Dante zu ersetzen. Komplett um. Wir haben nur 3 Auswechslungen, ja bitte. Danke. Heb dir eine auf. Ich mache nur eine. Gut. Oh. Wer hätte gedacht, dass er so schnell fertig back ist? Back to the roots. Ja. Nochmal. Oh. Oh ja! Oh, ungesetzt! Ritter, Weinbrüller, nochmal hinterher! Das ist doch echt eine Frechheit. Den hat Neuer sicher. Komm jetzt einfach nur in die Pause retten, gell? In die Pause retten, ist das Niveau, auf dem ihr spielt? Jo. Hauptsache, wir retten in die Pause. Ah! Ich musste nicht auf selber machen. Der war schon in Ordnung. Hätte nur mehr.
gespannt haben müssen, wenn wir da ankommen. Dankeschön. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Oh Mann! Schön war da! Weißt du, der Roman mit seinem präzisen Blick, der hat schon gesehen, da muss er sich nicht anstrengen. Komm, ey, der da war muss er selber nicht an, der war nicht gut. Lächerlich, da lacht der Roman. Nicht mal warm geworden, der Kerl. So ein Ungleichgewicht der Macht und der geht jetzt noch rein, weißt du, das wäre es jetzt gewesen. Das ist das Niveau, auf dem ihr auf unsere Tore schießt. Auf eure Tore? Wo mehrere zur Auswahl. Ach, der wäre schön gewesen, oder? Der wäre echt schön gewesen. Da hatte keine Chance, der Tore wieder war. Ja, der hat ihn ein bisschen zu falsch schon im Kopf erwischt. Ja, im Alter wird man nach. Ja, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? Ja, das ist nicht mal ganz frisch. Einer der Älteren schon, oder? Bei Bayern? Ich weiß gar nicht, doch, gell? Oben. Ach, komm. Siehst du, so schnell geht Konterfußball, Junge. Ist wieder eine Ecke, ne? Passt auf. Warum pfeift der eigentlich? Und diesmal haben wir Friedrich mit drin. Ja, siehst du. Da guckt er gleich blöd, wenn es zimmert. Warum spielen wir seit einer halben Stunde schon mit 45 Minuten oder so, gell? Ja, die Nachspielzeit. Und da schießen wir Tore, Jungs. Da schießen wir Tore. Und wo ist das Tor jetzt hier? Das wäre auch langweilig, wenn jede Ecke ein Tor wäre. Ecke, Tor! Ey, können jetzt die mal abpfeifen? Gott sei Dank, du. Oh, die Verlängerung war lang. Ja, die war jetzt echt lang, gell, gefühlt. Ja, die zwei Verletzte. Zwei Verletzte. Aber es war nicht schön, erster Innenverteidiger bei euch in Kurzzeit. Gerade der Dante, oh, das Spiel ist mir peinlich, wechselt mich aus, es tut mir alles weh. Ich lieg hinten. ich bin bei Bayern. Mein Knie. Aber bisher ein gutes Spiel, oder? Nicht aus. Ja, das ist der Ast sich flach hingelegt, der war ja bei Sokrates. Guck mal hier, ein Tor ist gefallen, Oh, schön. Da kommt der Gelsenkirchen noch nicht ran. Und der Roman hier, wie gelangweilt der guckt, als er noch drüber schießt. Ja, das Ding. Und hier. Direkt mit dir auf dem Tor, Mann. Und jetzt hier nochmal drauf. Das wär's gewesen. Ja, ich weiß. Das wär's gewesen. Ich weiß. Aber neuer. An dem halt einfach mal aus purem Spaß hast du mal auf neuer. Oh, das habe ich gerade an dieser Lebensmüde. Ein Rückpass. Dass er den überhaupt halten darf. Ja. Oh, jetzt hier. Das war Roman mit der Macht seiner Pranke hat den mit einem Wusch hat den an die Latte gelenkt. Und jetzt Ach Gott, den hat Roman sicher, da lacht der noch irgendwo. Und jetzt kommt die schönste von allen Chancen, gell, hier. Oh. Den hat der verzogen, das war. Ach, lächerlich. Und der wäre genau ins Eck gegangen. Lächerlich. Guck mal, da standen die ganzen Dortmunder Fans auf und haben schon gesagt, komm. Und nimmer geht er rein. Wann haben wir mal Bier holen. 13 zu 4 Schüsse. Aber 4 zu 4 nur aufs Tor. Aber 50-50 Ballbesitz ist da. Ja, ne, das Problem ist, dass auch wenn er am Mittelfeld immer schon abgezogen hat, das zählt ja. Komm, egal, die nächsten 10 Minuten, let's go.